Liebe John Sinclair-Fans, willkommen zum wievielten Podcast, Sebastian? Zum 18. mittlerweile. Es fühlt sich richtig alt an. Wir sind alt eingesessen, Sebastian. Nein, wir sind jetzt etabliert, so sagt man das doch. Ah, okay. Ja, dann lass uns mal schnell anfangen. Denn du weißt ja, nach Reife kommt Fäulnis. Der John Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Ja, dann jetzt nochmal herzlich willkommen, liebe John-Sinclair-Freunde, zum tatsächlich 18. Podcast. Zugeschaltet übers Internet ist heute wieder der Dennis, überraschenderweise. Hallo Dennis. Ja, hallo. Ich bin da. Wir können starten. Großartig. Wie ist das Wetter in Hamburg? Drückend, wie die letzten Wochen und Monate gefühlt. Ja, feucht-kalt, würde ich sagen. Ja, ihr in Berlin, ihr habt ja auch immer gutes Wetter. Feucht, kalt ist also gutes Wetter. Ja, manchmal schon, wenn es so ein bisschen, es könnte ein bisschen feuchter vielleicht nicht, aber es könnte ein bisschen kühler sein. Gut. Ich komme einfach nächstes Mal wieder zu dir nach Berlin, dann verstehst du, was ich meine. Dann erkläre ich dir das nochmal in Ruhe. Alles klar. So, lass uns mal seriös werden, ne? Genau. Genau, wenn Dennis seriös wird, heißt das, jetzt kommen die Inhalte des Podcasts, dann sag mal an. Ja. Wir haben zuerst mal ein natürlich sehr trauriges Thema, nämlich dass Myxin nicht mehr unter uns weilt. Peter Matic ist gestorben vor einigen Wochen und wir hatten ihn ja noch aufgenommen in Wien im Herbst letzten Jahres für die 126 bis 128 für die Folgen und haben da tatsächlich auch noch ein Interview mit ihm geführt, das wir euch in diesem Podcast ja, auf die Ohren geben möchten. Das konnten wir damals natürlich nicht wissen, dass er heute dann schon nicht mehr unter uns weilt. Es ist auch ein bisschen makaber insofern, dass er da noch erzählte, wie er seine Theaterengagements etwas zurückfährt und jetzt doch wieder mehr Zeit haben möchte und sich privaten Dingen oder sagen wir mal weniger den Engagements über festere Laufzeiten bei den Theatern, sondern mehr so freien Engagements widmen möchte. Was das genau bedeutet, werden wir alles in dem Interview gleich erfahren. Weil er ja auch schon 82 war, ne? Und sich da mal ein bisschen Freiheit jetzt mal wieder nehmen wollte, sozusagen. Genau, ne, insbesondere ab Juni, Juli, also ab Sommer, ja, also genau die Zeit jetzt. Und es ist schon ein bisschen seltsam, wo wir das jetzt dann nochmal gehört haben nach den Monaten, das Interview. Ja. Aber wir wollen euch das natürlich gerade auch aus diesem Anlass nicht vorenthalten. Ja, darüber hinaus gibt es auch ein etwas angenehmeres Thema natürlich, und zwar die Fan-Podcasts. Die ja, willst du mal ankündigen, Sebastian? Worum geht's da eigentlich? Es gab einen Aufruf auf der Lübbe-Facebook-Seite, glaube ich. Und zwar wollte Lübbe gerne von euch Podcasts zugeschickt bekommen, denn die Überlegung ist, neben dem Podcast, den wir hier machen, der offizielle John Sinclair Podcast, auch noch einen Fan-Podcast zu starten, möglicherweise als zweites Projekt. Und ja, da gab es den Aufruf, dass ihr als Fans mal einen 5-minütigen Podcast selbst produziert. Und dazu sind jetzt so langsam mal alle Einsendungen eingetroffen. Bitte auch keine weiteren Podcasts mehr schicken. Da ist quasi abgeschlossen die Einsendephase. Und jetzt geht es darum, halt zu ermitteln, wer denn da der Gewinner ist. Und da wollen wir dann euch später mal die Einsendungen vorstellen, damit ihr entscheiden könnt, welcher da der beste Podcast ist. Genau, da gibt es auch eine Internetadresse, wo ihr dann wählen könnt. Das erzählen wir euch alles, nachdem wir die Einspielungen gemacht haben. Ja, fangen wir mit Peter Matic an. Genau, wir haben ja jetzt schon ein bisschen das Interview angeteasert. Also wie gesagt, die Aufnahme fand statt im Herbst letzten Jahres. Das muss man bedenken, wenn man das Interview jetzt gleich hört. Ich bin dafür nach Wien gefahren und wir haben uns da vor Ort im Four Ears Studio getroffen. Und Peter ist ja wie alle anderen Sprecher auch einzeln aufgenommen. Wir nehmen ja die Sprecher dann immer einzeln auf und die Dialoge werden dann zusammengemischt. Insofern hatten wir da sehr viel Zeit für eine intensive Zusammenarbeit für diese Folgen 126 bis 128. Das war der Vierteiler um die großen Alten, in dem Myxin ja zusammen mit John Sinclair und anderen in der Leichenstadt unterwegs ist, mit Kara auch, und da ordentlich kämpfen muss mit seiner Totenmaske, mit Karas Schwert,
gegen den Götzen Kroll und weitere. Ihr erinnert euch vielleicht. Und dementsprechend musste Peter auch ganz schön arbeiten. Und darüber haben wir natürlich in dem Interview direkt nach der Aufnahme dann auch gesprochen. Ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, Peter Martic ist natürlich ein sehr interessanter Gast für John Sinclair und sehr ungewöhnlich, dass wir hier uns in Wien treffen, im Studio. Peter, hallo erstmal. Hallo. Schön, dass du wieder gekommen bist und wir hier aufnehmen können. Ja, genau. Also es ist ein weiter Weg nach Wien auf jeden Fall aus Hamburg und wir haben einige Telefonaufnahmen hinter uns, die wir schon oft gemacht haben, wenn es so um kleinere Einsätze ging, wenn Myxin halt mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde bei Kara in der Hütte etwas erleben musste. Und jetzt haben wir aber eine längere Aufnahme hinter uns. Wir sind gerade durch und haben Myxin aufgenommen für die 126 bis 128, für den Vierteiler, die Teile 2 bis 4 des Vierteilers, der jetzt demnächst auf eure Ohren kommt. Und was kannst du denn sagen, Peter? Bist du erschöpft? Hat Myxin diesmal richtig angreifen müssen? Also Myxin ist in gewissen Phasen sehr anstrengend, weil er oft sehr laut wird und ins Kämpfen kommt und keuchen muss. Und wenn man diese Aufnahmen macht, ist es gut, wenn man abends keine Vorstellung im Theater hat, weil dann ist die Stimme doch etwas angegriffen. Mhm. Und ich habe heute Abend zum Beispiel nur eine Probe im Theater. Und so kann ich mir das erlauben oder konnte mir erlauben, hier im Studio laut zu werden für das Mikrofon. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, kann man unseren Hörern sagen. Im fertigen Hörspiel ist Myxin dann manchmal im Hintergrund zu hören, wenn er irgendwo ein Schwert schwingt oder die Totenmaske aufsetzen muss und eine magische Feuerwand bilden muss als Abwehr zum Beispiel. Und man hört dann nur einen einzelnen Ruf und man denkt, ja, das ist halt Myxin, der macht da hinten irgendwas. Aber es ist schon so, dass einen das vor dem Mikro sehr fordert, oder? Ja, also es ist jedenfalls viel anstrengender, als längere zusammenhängende Texte zu sprechen, weil man in eine Emotion kommen muss sehr oft. Also wenn man zum Beispiel Angstschrei oder Freudenschrei oder große Wut, dass man sich da schon ziemlich reinhängen muss. Und es ist viel einfacher, eine DIN A4-Seite Text zu lesen, als gewisse Emotionen auszudrücken, die oft sehr extrem sind. Gerade wenn es so Szenen sind, die im Film würde man sagen, mit viel Special Effects arbeiten, nicht? Also wenn irgendwelche Monstren eingebildet werden und eingeblendet werden oder computertechnisch dazugebaut werden, wie wir ja auch die Szenen immer komplett bauen hinterher. Wir haben ja hier nur die rohe Sprachaufnahme, wir haben ja hier kein Monster, das Myxin angreift. Das heißt, du bist wie der Schauspieler, der vor der blauen Wand eigentlich agiert, oder? Ja, das ist schon richtig. Und es ist gut, wenn dann jemand einem wirklich die Situation erklären kann, weil die wird ja oft nicht ganz klar, wenn man das Manuskript liest. Sind die Regieanweisungen natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Und es ist gut, wenn man jemanden hat, der einem sagt, wo es lang geht und was die augenblickliche Szene eigentlich ausdrücken soll. Zum Beispiel so, was die Beziehung der Figuren angeht. Was haben die vorher erlebt in früheren Folgen oder solche Sachen? Ja. Das ist gerade, wenn man so kurze Einsätze hat, wahrscheinlich relativ schwierig. Das ist eben was anderes, als wenn Kara und Myxin, die sich sehr lange schon kennen, buchstäblich ja, seit 10.000 Jahren, wenn die in ihrer Hütte gemeinsam den Abwasch machen und einen Dialog hätten, dann wäre das für den Hörer vielleicht nicht so spannend, denen zuzuhören. Ja. Aber dann könnte man die Sprecher natürlich laufen lassen, vielleicht besser. Ne? Das wäre für den Sprecher etwas einfacher wahrscheinlich. So natürlich, ein Dialog. Natürlich, das ist vollkommen richtig. Wir überlegen das, ob wir das vielleicht nochmal machen demnächst, den Abwasch dann. Aha, das wäre eine ganz gute Idee. Ich bin ganz gut im Abwaschen im Übrigen. Okay. Ja, dann machen wir die Geräusche auch gleich mit. Doch, stellen wir den Schüssel hin und vielleicht hat Daniel ja hier aus dem Studio sogar noch ein paar Sachen, die sauber gemacht werden müssen und der Boden muss nochmal gewischt werden hinterher. Ja. Wenn Peter Martic da war, ist immer alles sauber. Bin ich dabei.
Ja, Peter, du hast ja viel Synchronarbeit gemacht, in den 80ern, 70ern, schon viele Jahrzehnte, kann man sagen. Und deine bekannteste Synchronrolle ist natürlich Ben Kingsley, die Stimme von Ben Kingsley. Wie ist es darauf, manchmal vielleicht sogar reduziert zu werden? Ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass die meisten Menschen im deutschen Sprachraum mich daher kennen und nicht als Bühnenschauspieler. Und es kommt ja immer, Ben Kingsley ist ja ein sehr fleißiger Schauspieler und ich habe jetzt gerade wieder in den letzten 3 Monaten 2 Filme von ihm synchronisiert. Der eine geht um den Eichmann, die Entführung des Eichmann aus Argentinien, ja. Und die dann also zu seiner Hinrichtung geführt hat. Und ein anderer, der heißt Operation Finale, und einen anderen, der Tod eines Autors, auch eine Koproduktion mit, ich weiß nicht, unter anderem auch mit Deutschland. Und also der macht ja sehr viel und dadurch kommt man immer wieder dran. Mhm. Und aber ich habe mich wirklich daran gewöhnt, dass viele Menschen mich daher kennen und mich daran erkennen und gar nicht wissen, irgendwo in einem Ort, wo ich nie Theater gespielt habe, die dann sagen, sind Sie nicht die Stimme von Ben Kingsley? Mhm. Und daran musste ich mich erst mal gewöhnen, weil es natürlich erfreulicher ist, wenn man als der erkannt wird, den man hauptsächlich in dem Fach arbeitet. Und das ist eben bei mir eindeutig die Bühne. Aber in Berlin und in Wien kennen mich die Leute auch so und betrachten es als guten Scherz, wenn sie dann sagen, ah, hallo Gandhi, wie geht's Ihnen? Den Scherz, den du noch nie gehört hast vorher. Ja, nein. Ja, bevor wir zum Theater kommen, vielleicht noch zu den Synchronsachen. Du bist ja seit längerer Zeit eigentlich fast nur noch als Ben Kingsley zu hören. Ja. Und was natürlich auch daran liegt, dass du in Wien lebst, genau. Und dass es nicht ganz einfach ist, heute vielleicht einfacher als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, aber es ist auch ein Aufwand, gerade im Synchron, wo halt viel Tag für Tag gemacht werden muss, mit Netflix und Amazon und so weiter wird es ja immer mehr sogar, was im Moment gemacht wird, und da ist es schon ein bisschen aufwendig, sich da um jemanden zu kümmern, der irgendwo in Wien sitzt und nicht im Synchronmecker in Berlin. Und das war mal anders. Du warst ja in Berlin lange Zeit. Ja, ich war 22 Jahre in Berlin am Schillertheater engagiert. Genau. Bis zur Schließung dieses Hauses. Genau, darauf wollte ich praktisch hinaus. Du bist zwar Österreicher, aber eigentlich bist du Wanderer, kann man sagen, ich oder? Ich bin Wanderer, ja, was meinen Beruf betrifft, bin ich ganz entschieden Wanderer. Und habe eben auch in München an Kammerspielen gespielt. Und eben in Berlin und von Berlin aus, also ein Gastspiel in Japan und in Paris. Und da kommt man schon auch mit dem Theater viel herum, nicht nur mit dem Film. Aber es ist übrigens, weil du sagst, es war, ist jetzt einfacher, von einem Ort zum anderen zu kommen. Dem muss ich widersprechen. Es ist viel mühsamer geworden, jede Flugreise. Ich bin also viel noch in den 90er Jahren noch, bin ich viel gependelt zwischen Berlin und Wien. Und das war viel weniger aufwendig, vor allem zeitaufwendig, als es jetzt ist. Es sind diese ungeheuren Kontrollen. Man muss, ich weiß nicht, 2 Stunden vorher am Flughafen sein, bevor der Flug abgeht. Und das ist alles sehr mühsam geworden. Das war mal leichter. Und das liegt nicht nur daran, dass ich inzwischen wesentlich älter geworden bin, sondern es ist auch rein von der Uhr betrachtet, ist es heute mühsamer, von Wien nach Berlin zu kommen
umgekehrt, ja, als es vor 20 Jahren war. Ich wollte natürlich vor allem auch darauf hinaus, dass es technisch heutzutage auch ein bisschen einfacher geworden ist. Zum Beispiel, wie wir das ja auch manchmal machen mit einer Telefonaufnahme oder dass sich zwei Studios zusammenschließen, ja, so wie, ja, das in den 70ern und 80ern natürlich nicht in der Form möglich war oder generell Aufnahmen technisch viel komplizierter, mhm, zu absolvieren waren. Dass das eben manchmal vielleicht dazu führt, dass du gar nicht nach Berlin kommen musst, um ja, als Synchronstimme aufgenommen zu werden. Ja, du bist, kann man sagen, ja eigentlich nicht nur durch das Theater viel unterwegs gewesen, sondern eigentlich von Kindheit an, oder? Also ich komme darauf, weil die Leute immer sagen, die Stimme von Ben Kingsley, die hat irgendwie was Besonderes. Die ist nicht eine Synchronstimme, wie es viele Synchronstimmen gibt, sondern man erkennt die einfach sofort. Und das liegt nicht nur an der Stimmlage, sondern das liegt auch daran, dass man, ich komme aus Norddeutschland, immer sagen würde, ja, da ist natürlich dieser Wiener Einschlag drin. Und dem würdest du ja widersprechen, dass du hier vielleicht hörst, nee, da ist auch noch ein deutscher Einschlag drin. Du bist da auch in jungen Jahren viel unterwegs also gewesen. Also ich bin als Kind sehr viel in Deutschland gewesen. Mein Vater war also deutscher Offizier. Und nachdem er vorher K&K-Offizier gewesen war, noch zu Kaiserszeiten und dann im ersten österreichischen Bundesheer, und nach der Annexion, oder wie immer man das nennen will, 38 war er dann in der deutschen Wehrmacht und er war Kavallerist und hat die sogenannte Wehrkreisreit- und Fahrschule geleitet. Und da ist man viel herumgekommen. Wir waren zuerst in Pommern und nachher im Elsass. Und wie mein Vater dann nach Schlesien versetzt worden ist mit seiner Schule, Reitschule, meine Schwester und ich, sind wir im Neckartal gelandet, wo ich dann die Volksschule absolviert habe. Und dadurch bin ich zum Beispiel, was Dialekte betrifft, im Österreichischen gar nicht firm, ja, weil ich... Ich kann viel besser mich auf Hessisch, Pfälzisch ausdrücken, dialektmäßig, weil ich da in die Volksschule gegangen bin und da lernt man ja eigentlich seine Sprache. Du bist sozusagen eingenordet worden Wiener Sicht. Jetzt weiß man, woher das Wort kommt. Ja. Aufgenordet. Aufgenordet, ja. Bei uns sagen wir eingenordet. Ich weiß nicht, ob es denselben Ursprung hat, aber das, also vielleicht ist es auch einfach anders. Vielleicht kommt es vom Kompass, keine Ahnung. Das wäre noch zu recherchieren. Zu deiner Theatertätigkeit kann man sagen, dass das ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich dein Hauptberuf ist, Theaterschauspieler zu sein. Die Synchrongeschichten, aus denen dich viele Leute kennen, als Stimme eben von Ben Kingsley, ist nicht das, womit du rein zeitlich hauptsächlich dein Geld verdienst und dein Brot. Nein, ich bin durchaus Bühnenschauspieler und bin das seit dem Jahr 1960 ununterbrochen und war zuerst eben in Wien am Theater in der Josefstadt und dann bin ich an die Münchner Kammerspiele und dann bin ich nach Berlin an die staatlichen Bühnen engagiert worden. Und nachdem ich jetzt im nächsten Jahr 82 werde, habe ich beschlossen, mich von festen Verträgen an Theatern zu verabschieden. Aha. Und mache jetzt in die laufende Saison zu Ende, also bis Juni nächsten Jahres, und habe dann noch Verträge mit allen möglichen, ich weiß nicht, Konzerthäusern und Etablissements, wo ich Lesungen mache und sehr oft mit Musik kombiniert. Aber ich gehe dann keine feste Bindung mehr ein, weil es ist sehr anstrengend und auch auf die Dauer möchte man nicht immer abhängig sein von dem Terminkalender eines Hauses. Man muss das vielleicht kurz erklären, dass für unsere Hörer, dass es beim Theater sehr viele Schauspieler gibt, die zum Beispiel für eine Saison gebunden sind, fest angestellt beim Ensemble. Und dass das auch durchaus der Normalfall ist. Und dass es aber eben auch manche Schauspieler gibt, die dann eben nur für bestimmte Stücke engagiert werden, die dann als Freie dazukommen. Das meintest du jetzt gerade. Das ist vollkommen richtig. Und ich war aber immer an
Häusern engagiert seit dem Jahr 1960. Mhm. Seit ich angefangen habe, war ich immer in festen Verträgen. Es ist mir da sehr gut gegangen und ich kann mich nicht darüber beklagen. Aber jetzt möchte ich noch mal ein Zipfelchen leben, vielleicht selbst entscheiden können, was ich übermorgen mache. Ah, okay. Wir haben uns das war ganz witzig, gestern Abend in der Bahn zufällig getroffen hier in Wien. Ich bin nämlich gestern angereist und bin im Burgtheater gewesen und hatte mir Glaube, Liebe, Hoffnung angeguckt in dem Stück, in dem Peter Martitsch auch mitspielt. Und auf der Rückfahrt bin ich halt aus dem Burgtheater raus in die Bahn eingestiegen, in die Straßenbahn und saß schon und wer springt im letzten Augenblick noch in den Zug? Peter Martitsch. Und dann haben wir uns, bevor wir dieses Studio hier heute betreten haben, gestern Abend schon gesehen. Ja. Das war natürlich ganz amüsant. Zumal du ja bei Glaube, Liebe, Hoffnung jetzt eine relativ kleine Rolle hast. Ja. Wie viele Rollen? Man muss sich das ja so vorstellen, dass du nicht ein Stück en suite über mehrere Wochen spielst, sondern Nein. dass als Schauspieler, wenn man im festen Ensemble ist, man durchaus parallel bei mehreren Stücken unterwegs ist. Wie viele muss man da, wie viele Texte muss man parat haben? Ja. Wie viele Stücke auf einmal? Im Augenblick, also wenn man von September dieses Jahres rechnet über die ganze Spielzeit, bin ich augenblicklich im Burgtheater in 4 Stücken beschäftigt, im Sommernachtstraum, in Liebesgeschichten und Heiratssachen von Nestroy, in Glaube, Liebe, Hoffnung und im Akademietheater, das gehört zum Burgtheater dazu, in einem Stück, das heißt Der Rüssel von Wolfgang Bauer, einem österreichischen Autor. Aber ich spiele auch in der Volksoper und spiele in My Fair Lady seit vielen Jahren den Oberst Pickering und spiele an der Staatsoper in Ariadne auf Naxos den Haushofmeister, eine meiner besonders geliebten Rollen, die ich seit Ende der 70er Jahre spiele. Zuerst bei den Salzburger Festspielen, noch unter der Direktion, also unter dem Dirigat von Karl Böhm und habe also viele Thielemann und alle möglichen Dirigenten inzwischen mitgemacht. Und das kommt immer mal wieder. Das ist ja bestimmt eine ganze Menge Arbeit, kann man eigentlich sagen, die man gar nicht sieht in der Vorstellung, nicht? Also man geht nicht als Schauspieler einfach mal abends ins Theater, wenn andere auch ins Theater gehen und außer, dass man halt nicht ins Publikum, sondern auf die Bühne geht, nicht ins Parkett, sondern auf die Bühne. Das ist ja schon mehr eigentlich. Die ja, wirkliche also Arbeit findet tagsüber statt, kann richtig, man sagen. Richtig, das Wesentliche ist ja die Probenarbeit. Mhm. Das geht oft früher, also wie ich angefangen habe, hat man noch 4 Wochen probiert, jetzt probiert man oft 8 Wochen oder noch mehr. Und das nimmt einen natürlich tagsüber stark in Anspruch. Und die Vorstellungen, die Abendvorstellungen sind, also die du gestern gesehen hast, war ja kurz. Mhm. Aber die Stücke, die Inszenierungen sind eigentlich immer länger geworden. Mhm. Und es wird jetzt oft tiefe Nacht, bis man endlich nach Hause kommt der Arbeit, die einem stimmt, natürlich Spaß macht. Das kann man nicht leugnen. Es ist keine Fron, aber es ist nicht unanstrengend. Ja, wir haben viel über das Theater gesprochen. Vielleicht nochmal zurück zu John Sinclair, zu deiner Rolle als Myxin. Du bist ja seit fast Anfang der Serie dabei. Was würdest du dir als Magier Myxin, der ja schon viel erlebt hat, 10.000 Jahre lang gelebt hat, auch wenn er die meiste Zeit davon in einem Sarg im Schlaf verbracht hat und dann ja erst in der Gegenwart wieder aufgeweckt worden ist, was würdest du dir für die Zukunft gerne wünschen? Würdest du lieber mit Kara in der Hütte abwaschen oder würdest du lieber raus in die Welt gehen und mit John Sinclair Geister jagen, so wie es jetzt in dem Vierteiler passiert ist? Also so wie es mir jetzt in meinem Alter geht und eigentlich auch zukommt, würde ich ganz gerne mit Kara Geschirr spülen und nicht ausziehen, um große Abenteuer zu bestehen. Ja, das wollen wir doch mal sehen, ob die Dämonen dir den Gefallen tun werden. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, Peter Martitsch, dass du hier warst. Danke sehr. Tschüss.
So viel zum Interview mit Peter Martitsch. Vielleicht noch als kleinen Zusatz. Ich war ja da 2 Tage in Wien und die Theaterstücke, über die wir da gesprochen haben, die im Wiener Burgtheater liefen, das war eben Glaube, Liebe, Hoffnung, in dem Peter Martitsch mitgespielt hat, und Hexenjagd, das mir besonders gut gefallen hat, von Arthur Miller. Was mir da aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht nur am Rande interessant für John Sinclair-Fans, aber das ist tatsächlich, dass das Wiener Burgtheater die Stücke doch sehr viel volksnäher und direkter und verständlicher in Anführungsstrichen präsentiert, als man das hier eigentlich so vom Regietheater in Deutschland kennt, also zum Beispiel im Schauspielhaus oder im Thalia in Hamburg, wo es eher sehr viel künstlerischere Inszenierungen gibt, wo man sich eigentlich erstmal das Handbuch besorgen muss, um dann ein bisschen zu verstehen, worum es geht. Und das fand ich da doch echt beeindruckend. Also wenn ich da mal wieder in Wien sein sollte, dann ist das Burgtheater gebucht. Große Empfehlung an jeden, der sich gerade oder demnächst mal in Wien aufhält. Ist das auch was für mich? Also das hörte sich gerade so an, als wenn selbst ich da reingehen könnte. Also es wäre möglich, dass du da was verstehst, Sebastian. Das ist toll. Nein, also ganz, ganz ernsthaft. Ich gucke ja sonst nur Unsorgtheater. Ja, Unsorg war es nicht. Das ist doch ein bisschen mehr Schenkelklopfer dann. Aber es war wirklich echt Theater fürs Publikum. Ne? Das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, und ich fand das sehr positiv, wirklich. Also du meinst, es war nicht so bizarr inszeniert, wie das manchmal hier so ist, dass das Bühnenbild schon unverständlich ist und was die Schauspieler auf der Bühne machen, erst recht nicht. Ja, genau. Also wobei, ich will ja auch irgendwie dann doch vielleicht einen Stab brechen fürs Regietheater. Ich mag das ja auch durchaus ganz gern. Es kommt immer darauf an, wie sehr man oder wie gut man das Stück, glaube ich, selber kennt. Beim Regietheater ist es oft so, dass davon ausgegangen wird, dass man das Stück vielleicht schon 10-mal gesehen hat unter verschiedenen Regisseuren und entsprechend vorgebildet ist, und weil es eben Klassiker dann vielleicht ist oder ein Klassiker, die vermixt worden sind zu irgendwas Neuem. Und dann ist es natürlich schon interessant, wenn man da so drinsteckt, die neuen Bezüge zu erkennen und die neuen Blickwinkel auf dieses Stück. Das mag alles sein, aber auf der anderen Seite kann man, glaube ich, bei uns normalen Menschen nicht davon ausgehen, dass wir 3-mal in der Woche ins Theater gehen, nicht? Und dass wir da immer so vorgebildet sind. Und deshalb fehlt, finde ich, hier so ein bisschen sowas wie eben das ja, wie das Wiener Burgtheater gemacht hat. Vielleicht machen wir mal eine Sonderedition zu einem total bekannten John Sinclair Heft, und das machen wir dann mal in so einer regiebizarren, abstrakten Version. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, meinetwegen. Gut, dann belassen wir es dabei und wenden uns dem nächsten Thema zu. Ja, die Fan-Podcasts. Genau, die Fan-Podcasts. Ja, Lübbe hatte ja vor einiger Zeit, wie gesagt, die John Sinclair-Fans aufgerufen, einen Podcast zu produzieren von maximal 5 Minuten Länge zu einem, ja, mehr oder weniger frei wählbaren Thema, was irgendwie mit John Sinclair in Zusammenhang steht. Ja, Hintergrund ist die Überlegung, zusätzlich zu unserem Podcast hier noch einen Fan-Podcast zu etablieren, der dann immer im Wechsel erscheinen wird. Um den Druck auf uns ein bisschen zu erhöhen, ne? Ja. Genau, Druck auf uns erhöhen, damit wir demnächst 14-tägig hier am besten erscheinen. Ja, bewerben konnte man sich bis zum 26.07. und da sind jetzt einige Sachen eingetrudelt. Bitte jetzt nichts mehr schicken, das ist abgeschlossen. Und ja, wir stellen euch jetzt mal 4 ausgewählte Sachen aus diesen ganzen Einsendungen vor, ja, unter denen ihr dann quasi den Besten wählen könnt, sozusagen. Genau. Also diese 4 Finalisten, die es jetzt gegeben hat, die werden auch exakt heute mit Erscheinen des Podcasts auch auf der Seite johnsinclair.de angekündigt. Und da könnt ihr dann wählen unter diesen 4 Finalisten, wer denn gewinnen soll. Zu gewinnen gibt es übrigens eine Traumreise auf die Seychellen, inklusive 4-Sterne-Hotel und 5 Sterne, war das nicht 5? 5 Sterne, ja genau, 5 Sterne, Flug im Privatjet. Zusammen mit John Sinclair und Zuko. Und Jane. Ja. Nein, also zu gewinnen gibt es tatsächlich 5 John Sinclair-Hörspiele und 5x5 Sinclair-Romanhefte.
ist aber auch ein guter Grund. Ist eigentlich sogar ein bisschen besser als die Reise auf die Seychellen, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Ja, eben. Also da kann so eine Reise nicht mithalten, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. So, diese Finalrunde geht also von jetzt, heute, 9.8., da wird ja auch der Podcast veröffentlicht, bis zum 14.8. In dieser Zeit könnt ihr wählen unter john-sinclair.de/podcast-voting. Ich wiederhole nochmal die Adresse johnsinclair.de/podcast-voting. Da könnt ihr abstimmen, welcher Beitrag von diesen 4 Beiträgen euch am besten gefällt. Ja, kleiner Überblick und kurzer Teaser, dann werden wir die ja einspielen. Das heißt, ihr könnt selber hören, was die Leute da fabriziert haben, müssen wir also gar nicht so viel zu sagen. Der erste ist von Georg Bruckmann und Bruckmann erzählt von Bruckmanns Bettmonster in exakt 5 Minuten, Chapeau. Wie bitte? Bruckmann erzählt von Bruckmanns Bettmonster. Ah. Was genau das heißt, hört ihr jetzt. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Es war Herbst und draußen regnete es seit 3 Tagen ununterbrochen. Vor dem Fenster meines Kinderzimmers gab es eine große, kahle Birke, deren knochenartige Äste unregelmäßige Kratzgeräusche am Fensterglas verursachten. Unheimlich genug. Aber ich hatte zu allem Überfluss auch noch ein Monster unter meinem Bett, gegen das kleine Nachtlicht nichts ausrichten konnte. Das Bettmonster war leise. Nicht mal, wenn man ganz genau hinhörte, war sein Atmen zu vernehmen. Aber es atmete, es lauerte, es war dort unten in der Schwärze und wartete, dass die tröstlichen Geräusche, die meine Eltern in unregelmäßigen Abständen außerhalb meines Zimmers produzierten, verstummen würden. Auch sie würden bald schlafen gehen. Dann würden sie nicht mehr hören können, wenn ich um Hilfe riefe. Und dann würde das Monster herauskommen. Das Monster hatte kein eigenes Aussehen. Vielmehr sah ich es in vielfältiger Gestalt vor meinem geistigen Auge. Ein Stop-Motion-Skelett aus einem Sindbad-Film. Der Hund von Baskerville. Die Harpyie aus Das letzte Einhorn. Eddie, das Maskottchen von Iron Maiden mit der Axt in der Hand. Das Killers-Album. Namenlose Scheußlichkeiten, die ich verbotenerweise in der Comicsammlung meines großen Bruders studiert hatte. Manchmal war es auch nicht unter dem Bett, sondern draußen. Und dann waren es nicht mehr die Zweige der Birke, die an die Fensterscheibe klopften. Ich konnte nur schlafen, wenn ich völlig erschöpft war. In manchen Nächten nicht einmal dann. So ging das eine ganze Weile, bis ich schließlich auf dem Nachhauseweg von der Schule einem Freund von meinem Monster erzählte. Der meinte lapidar, ich würde John Sinclair rufen. Der Name sagte mir etwas, eine schwache Erinnerung kam in mir auf. Ich hatte den Namen schon einmal gehört. Gelbe Schrift. Vielleicht im Zimmer meines großen Bruders. Eine heimliche Expedition, natürlich in dessen Abwesenheit, bestätigte diesen Gedanken. Hefte mit Monstern drauf und gelber Schrift, stapelweise. Das oberste konnte ich nicht nehmen, ich war ja nicht blöd. Aber eines aus der Mitte? Das würde er niemals bemerken, so viele wie es waren. Und so lernte ich, wie man mit Monstern umzugehen hatte. Man brauchte eine Beretta, Silberkugeln und ein Kreuz. Das Kreuz an einer dünnen Kette schnorrte ich mir von meiner Großmutter. Meine Beretta fand ich im örtlichen Schreibwarenladen, wo es auch He-Man-Figuren, Feuerwerkskörper und allerhand andere wertvolle Schätze zu finden gab. Ich glaube, die Dinger gibt es noch heute. Oben ein Fach für die Kugeln. Unten eine Feder, die gespannt und wieder freigegeben wird, wenn man den Abzug betätigt. Die Kugeln waren sogar silbern und wenn man etwas Hartes traf, splitterte dieser Silberlack ab. Ein eindeutiger Beweis für die Kraft dieser Waffe. Tatsächlich habe ich nicht mit meiner Beretta unter das Bett geschossen, um das Monster zu erledigen. War nicht nötig. Bald darauf war das Bettmonster Geschichte. Es war nicht sofort verschwunden,
aber es hatte ziemlich schnell so lange immer mehr an Macht verloren, bis es einfach zu existieren aufgehört hatte. Danke, John Sinclair. Gut möglich, dass diese kleine Episode zu Unterhaltungszwecken etwas zurechtfabuliert wurde, aber so oder so ähnlich war es wohl. Ich bin auch tatsächlich nie ein wirklicher Superfan von John Sinclair geworden. Aber trotzdem sind mir die Hefte und Hörspiele stets präsent gewesen. Irgendwann waren allerdings andere Dinge wichtiger. Auf jeden Fall, immer wenn ich über ein John Sinclair-Cover stolpere, bei einem Bekannten ein Heft entdecke oder bei irgendjemandem ein Hörspiel herumliegen sehe, meistens in meiner Altersklasse noch auf Kassette, muss ich grinsen. Und ich bin sicher, dass es ziemlich vielen anderen Menschen ähnlich geht. John Sinclair hat definitiv seine Spuren hinterlassen. Und das nicht nur in der Unterwelt. Also so viel zum Bettmonster bei Georg Bruckmann unter dem Bett. Die Beretta, die er verwendet hat, die ist, glaube ich, ein bisschen anders als die von John Sinclair. Ne? Bei John, da platzt nicht von den Kugeln das Silber ab, sondern da platzt eher was von den Monstern ab, glaube ich, die getroffen werden. Aber ansonsten, ja, cool erzählt, ne? Ja, war auch eher eine Kurzgeschichte als ein Podcast, würde ich sagen, ne? Aber dafür komplett unterlegt und vertont. Also eine nette, runde Geschichte eigentlich. So, der zweite Beitrag kommt von Gernot Recke, der zum Anfang gleich erstmal einen Zombie totschlägt. Ja. Oder plattkloppt, wie er es sagt, ne? Genau, ne? Hören wir doch einfach mal rein. Achtung, von Gernot Recke, eine liebevolle Hommage an Jason Dark und John Sinclair. Ich hatte den Zombie totgeschlagen. Leicht war es nicht, aber auch nicht richtig schwer. Es ist in etwa vergleichbar mit einem ausgewachsenen Rocker, der eine schwere Grippe hat. Nicht, dass ich jemals einen grippekranken Rocker erschlagen hätte, aber ich denke, der Vergleich trifft es ganz gut. Außerdem kennt ja jeder Zombie-Filme und weiß, wo bei diesen Typen die Schwachpunkte sitzen. Es ist nur die Omme mit der Grütze drin. Das muss zerschossen oder zu Mus gekloppt werden. Ganz einfach, wenn man seine gute Kinderstube zugunsten des eigenen Überlebens quasi über Bord gekippt hat. Wie es dazu kam und wer bin ich überhaupt? Gut, in umgekehrter Reihenfolge. Ich bin Paul Pieser. Für meinen Namen kann ich nichts. Daran sind meine Eltern schuld. Vor 26 Jahren bekamen sie mich, sahen mich an und meinten, das schrumpelige Baby soll Paul heißen. Zurück ins Jetzt. In der Glotze liefen in den letzten Wochen fast nur Sondersendungen. Erst wegen des Kraftwerks, welches ziemlich kaputt war. Deshalb war etwas Radioaktivität ausgetreten. Dann wegen der armen Schweine, welche rings um den Reaktor wohnten und nun Zombies waren. Klar war rasch die Bundeswehr und sonstige Spezies vor Ort, um die Typen aus dem Verkehr zu ziehen, aber einige konnten abhauen und fressen sich nun quer durch die Bundesrepublik. John Sinclair hatte alle Hände voll zu tun mit dem Vampirkönig von Braunschweig, während seine Kollegen Bill und Zuko in der Karibik einem Werwolf-Clan das Leben schwer machten. Klasse, dachte ich mir, als ich von der Sauerei in der Abendschau sah. In solchen Momenten wünschten sich nicht wenige Bürger die Mauer zurück. Schließlich stand der Scheißreaktor in Brandenburg. Ich war hier in Berlin und hätte mich mit Mauer, Selbstschussanlagen sowie verminten Grenzabschnitten um einiges sicherer gefühlt. Ein Vorteil war, dass sich diese Typen nur langsam fortbewegten. Außerdem pennen die wohl tagsüber in irgendwelchen fix gebuddelten Erdhöhlen. Die Welt hatte sich verändert. Nachts waren kaum noch Menschen unterwegs. Konzerte, selbst Punkkonzerte, fanden nun zur Mittagszeit statt. Kneipen schlossen um 17 Uhr und nur noch die Polizei oder ganz harte Typen, oft Plünderer, wagten sich in der Nacht vor die Tür. Krankenwagen bekamen Polizeischutz und der Senat versprach Kopfprämien für Tote und Untote. Immerhin 300 Euro pro Nase. Mit dieser Kohle frischte so mancher Hartz-IV-Empfänger seinen Kontostand auf. Auch ich, zumal dieses Geld komplett abzugsfrei ausgezahlt wird. Man muss bloß den abgetrennten Kopf von dem Zombie beim Bürgeramt abgeben. Dann gibt es sofort den Barscheck. Mann, die Schlangen dort sind ziemlich lang. Einige stehen mit Koffern oder Säcken da. Andere haben noch die blutige Kettensäge mit der sie den Kopf von dem Zombie abgetrennt hatten. Und stinken tut es in der Schlange. So ein Zombie riecht nicht gerade, als ob er frisch aus der Douglas-Filiale kommt, sage ich mal. Tja, die Welt hat sich verändert.
Es gibt mittlerweile sogar Kurse im Zombies aufspüren, töten und zerlegen, Tutorials im Internet. Gerade kam ein Interview mit John Sinclair. Seine Mission sei so gut wie abgeschlossen. Er müsse bloß noch einige mögliche Verstecke und Schlupfwinkel versiegeln. Dann könne er sich um den aktuellen Fall kümmern. Sein Büro in Köln könne für Anfragen schon kontaktiert werden. Herr Dark tüftele schon an einer Strategie, die mit den Kräften der Bundeswehr umgesetzt werden sollte. Ob die Welt schlechter geworden ist? Keine Ahnung. Sie ist anders geworden. So viel steht fest. Aber eines ist klar. Mit John Sinclairs Hilfe haben wir zumindest noch einen schlagkräftigen Funken Hoffnung. Ende. Ja, also Tutorials für die Erledigung von Zombies, das ist ja die eine Sache. Aber das andere, dass John Sinclair so quasi schon am Ende seiner Aufgabe angelangt sei, das halte ich ja für ein Gerücht, Gernot. Ob du da so auf der richtigen Seite bist? Was meinst du dazu, Sebastian? Na, soweit ich weiß, wird es auch die nächsten 45 Jahre noch Hefte von John Sinclair geben. Von daher kann das ja nicht so ganz stimmen. Tja, wir werden sehen. Ne? Kommen wir mal zum dritten Beitrag. Alexander Weisheit stellt Leserbriefe aus dem Jenseits vor. Das klingt doch mal interessant, ne? Würde ich sagen. Die kriegen wir ja auch manchmal, ne? Aus dem Jenseits, da müsst ihr nochmal nachgucken. Ja. Ich wohne ja hier direkt am Friedhof, deswegen ist mein Briefkasten relativ gut gefüllt mit Leserbriefen aus dem Jenseits. Ja, aber das kommt, weil du so einen Totenbriefkasten hast, wie diese Agenten, ne? Auf dem Friedhof wahrscheinlich. Unter irgendeiner Eiche am Kreuzweg und so und diese ganzen Sachen. Okay, bevor wir hier weiter blödeln, hören wir doch mal rein, was Alexander Weisheit uns zu erzählen hat. Der John Sinclair Fan Podcast. Ein Podcast von Fans für Fans. Von Alexander Weisheit. Ja, hallo, liebe John Sinclair Freunde. Willkommen zum ersten Fan Podcast. Einem Podcast von Fans für Fans. Ich habe mir für heute ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Leserbriefe aus dem Jenseits. Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums unseres Helden John Sinclair ist mir die Frage aufgekommen, ob und wie seine Feinde auf diese Feierlichkeiten wohl reagieren. Deshalb habe ich im Vorfeld Asmodus und Co. gebeten, Glückwünsche an ihren Erzfeind zu schreiben. Ein gewagtes Unterfangen, wie sich herausgestellt hat. Die meisten Zombies haben mir darauf geantwortet: Was sicherlich so viel heißt wie: Glückwünsche, du hältst uns wohl für blöde. Wenn wir ihn erwischen, reißen wir ihm die Eingeweide heraus. Also ich halte sie definitiv für blöde, aber das ist ein anderes Thema. Einige Vampire wollten sogar wissen, ob sie die Glückwünsche mit Blut schreiben sollten. Als sie sich mir bei dieser Frage aber ziemlich blutdürstig näherten, habe ich lieber schnell das Weite gesucht. Aber trotzdem sind einige Briefe bei mir eingetroffen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. So, der erste Brief hat uns von keinem Geringeren als von Dr. Tod erreicht. Einmal sehen, was er so schreibt. John Sinclair, an dich erinnere ich mich wirklich nur sehr ungern. Trotz vieler Niederlagen, die du mir beigebracht hast, habe ich es geschafft, dir ein immerwährendes Andenken zu hinterlassen. Die Narbe auf deiner Wange. Und immer wenn ich dachte, ich hätte einen Plan, der nicht schiefgehen konnte, hast du es trotzdem geschafft, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Zum Schluss warst du es dann noch, der den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Nämlich den silbernen auf meinen. Na gut, das hört sich jetzt nicht wirklich nach Glückwünschen an, sondern eher nach einer Menge Frust. Und kann ich gut verstehen. Es ist halt nicht einfach, so einen langlebigen Feind zu haben. Schauen wir doch einfach mal weiter. Ah, Lupina hat auch geschrieben. Mein lieber John, was hatten wir doch eine schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie du als Wolf um mich gekämpft hast. Was wären wir nur für ein Paar geworden. Nichts hätte uns aufhalten können. Leider währte die Zeit nur sehr kurz. Da lese ich noch ein wenig Sehnsucht heraus. So hätte es auch ein Brief von Glenda sein können, also ohne den Teil mit dem Wolf. Tja, so ist das dann wohl, wenn man noch in John verliebt ist.
So, der nächste Brief ist von einer gewissen P.B. Scott. Ach, Pamela Barbara Scott, Lady X. Da bin ich ja mal gespannt, was sie so schreibt. Sinclair, du Hund! Wieso soll ich dir Glückwünsche schicken? Du hast mir nur eingebrockt. Egal, was ich gemacht habe. Ich habe mich abgerackert. Immer hast du überall herausgewunden. Du bist schwieriger zu fangen als ein bissener Floh. Das ist doch zum Kotzen. Ich auf deine 45 Jahre. Ich verfluche dich und dein bissendes Kreuz. Stirb endlich! Nun gut. Da ist aber jemand verdammt wütend auf unseren Helden. Schauen wir mal schnell weiter. Hier schreibt noch der Spuk. John Sinclair. Wie gerne würde ich dich in mein Reich aufnehmen, wo du bis ans Ende und darüber hinaus Qualen erleiden wirst, so wie du uns seit 45 Jahren Qualen bereitest. Das hättest du auf jeden Fall verdient. Tja. So schnell vergeht die Zeit, sind wir doch nun schon wieder am Ende unseres Fan-Podcasters angekommen. Dabei hätte ich noch so viele Briefe und Glückwünsche an unseren Helden John Sinclair vorzutragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr sagt es weiter. Vielleicht bis demnächst. Eine gruselige Zeit wünscht euch euer Alexander Weisheit. Der John Sinclair Fan-Podcast. Ja, ich würde sagen, den Spuk hat er ganz gut getroffen am Ende, ne? Da könnte Boris das mal fast neidisch werden. Ja, und Pamela Scott genauso, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir hier tatsächlich einen Podcast, finde ich, vorliegen. Das bisher waren ja eher Kurzgeschichten, die vorgetragen wurden. Ja, von daher würde ich mal sagen, Thema voll getroffen hier. Kommen wir zum letzten Beitrag von Thomas Eiselt. Er hat sich in seinem Podcast für das Thema Darkland entschieden. Das ist eine Spin-off-Heft-Roman-Serie, die mittlerweile auch schon wieder beendet ist. Die lief ab Band 2000 von John Sinclair für 42 Hefte. Richtig. Ja, und was er uns dazu zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an. Hallo, mein Name ist Thomas und ich bin John Sinclair-Fan. Mit diesem Bewerbungspodcast möchte ich meine Stimme und mein Wissen aus dem John Sinclair-Universum anbieten. Dazu habe ich mir ein spezielles Thema herausgesucht und werde hier etwas näher darauf eingehen. Achtung, Spoiler-Alarm! Der nachfolgende Text enthält Informationen über einschneidende Ereignisse aus der Bastei-Romanheft-Serie Geisterjäger John Sinclair ab ca. Band 2000. Für aktuelle Neuansteiger kann aber gerade das sehr hilfreich sein. Darkland, das John Sinclair Spin-off. Darkland ist eine eigene Romanheftserie, die quasi einen ausgekoppelten Erzählstrang aus der regulären John Sinclair Romanheftserie wiedergibt. Dieses Spin-off wurde am 22. November 2016 gestartet und erzählt die Geschichte von Johnny Connolly spannend weiter. Johnny Connolly ist der Sohn von Bill und Sheila und außerdem das Patenkind von John Sinclair. In der Romanheftserie Geisterjäger John Sinclair ist er sozusagen die einzige Figur, die richtig altert. Aufgrund der Ereignisse von Geisterjäger John Sinclair Band 2000 und Band 2001 ging es mit Darkland los. In der Geschichte wird Sheila, also die Mutter von Johnny Connolly, von einem Dämon getötet und Johnny verfolgt den Mörder und gelangt durch ein Dimensionstor in die Anderswelt. Angetrieben von Rache sucht er den Mörder seiner Mutter und will ihn töten. Um nicht erkannt zu werden, nennt er sich Wynn Blakeston und erlebt hier in 42 Heften seine düsteren Abenteuer. Johnny Connolly kehrt dann in der Hauptserie von John Sinclair in Band 2085 Engelstöter zurück. Darkland mit dem Untertitel Gefangen in der Anderswelt erschien 14-tägig und wurde von verschiedenen Autoren geschrieben. Graham Grimm, Logan Dee, Raphael Marquez, Mark Freund
Michael Breuer und Alfred Becker. Bis heute ist unklar, wer sich hinter dem Pseudonym Graham Grimm versteckt. Laut Logan Dee war Grimm es, der die Idee zu dem Spin-off hatte. Diese Info und die folgende kann im Mittelteil von Darkland Band 42 nachgelesen werden. Graham Grimm schrieb dort, er will in Heft 43 verraten, wer er ist. Darkland wurde leider am 19. Juni 2018 mit Heft 42, die letzten Stunden von Twilight City, eingestellt. Glücklicherweise ist es den Autoren aber gelungen, einen tollen Übergang zu kreieren. Bezüge zu den Ereignissen aus Darkland sind auch in den aktuellen John Sinclair Romanen immer wieder vorhanden. Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ein Großteil der Cover für Darkland von Timo Würz stammen. Die Romane sind übrigens auch in digitaler Form als E-Book erhältlich. Ich danke nun fürs Zuhören. Vielleicht hat es gefallen und war ein bisschen interessant. Eventuell hören wir uns mal wieder. Bis dahin. Ja, eine gute Zusammenfassung von Darkland, von diesen 42 Heften. Wir hatten ja auch mal ein Interview dazu, Sebastian, ne? Richtig, es gab einen Podcast, da hatten wir ein Interview mit Britta Künkel. Der Redakteurin von John Sinclair. Genau, die Redakteurin bei Lübbe, und da haben wir uns über das Thema Darkland auch unterhalten. Wer tiefer einsteigen möchte, einfach nochmal nachforschen in alten Podcast-Ausgaben. Die habt ihr ja sicherlich alle archiviert, ne? Also davon ist ja auszugehen. So, das waren also die vier Fan-Podcast-Kandidaten, die ihr jetzt wählen könnt. Ich gebe die Adresse euch nochmal durch, ne? Also das ist john-sinclair.de/podcast-voting. johnsinclair.de/, wie man heute sagt, Podcast-Voting. Da könnt ihr abstimmen, welcher der vier Beiträge euch am besten gefällt. Könnt diese fünf John-Sinclair-Hörspiele oder die 5x5 Sinclair-Romanhefte gewinnen oder eben die Reise auf Seychellen, auf die Seychellen, die Sebastian euch finanzieren möchte. Ja, könnt ihr euch dann aussuchen. Aber ganz ehrlich, ich würde die Hörspiele nehmen. So eine Reise, das ist doch nichts. Und da ist auch so warm und nee. So Hörspiele, da hat man auch viel mehr von und so. Ja, sag mal, wann ist da Einsendeschluss oder Voting-Schluss? Bis zum 13.8. 2019, also ist nur noch ein paar Tage hin, 13.8. 23:59 Uhr. Also bis Mitternacht ist noch Zeit, aber ja, wie gesagt, sind nur noch ein paar Tage. Und der Gewinner dieses Podcast-Wettbewerbs bekommt dann eine professionelle Podcast-Produktion im Lübbe eigenen Tonstudio in Köln. Ja, dazu wird sich dann Lübbe sicherlich mit dem Gewinner in Verbindung setzen. Also, wir wünschen euch natürlich viel Glück beim Podcast-Voting. Das war's schon wieder mit unserem Podcast hier, Sebastian. Wir haben ja noch die Vorschauen auf die kommenden Folgen. Ja. Na gut, ja, das stimmt natürlich. Drei Stück haben wir da, diesmal wieder im Programm, ne? Genau, fangen wir mal an mit den regulären. Wir hören natürlich sowieso gleich rein und hören auch noch, was John Sinclair dazu zu sagen hat. Zirkus Lucifer ist auf jeden Fall eine... aus der Erinnerung würde ich sagen, eine ziemlich interessante Folge. Ein bisschen ungewöhnliches Setting. Zirkus, Dämonenzirkus und so. Ja, eine Folge, auf die ich mich lange gefreut habe, obwohl ich nicht wusste, was inhaltlich drin passiert. Aber der Titel war einfach so bizarr, dass ich da schon drauf hingefiebert habe und ich bin nicht enttäuscht worden. Und dann Mörderische Weihnachten, recht früh, am 30. September nämlich schon, bei John Sinclair. Und mit einer krassen Eingangsszene. Mit einer krassen Eingangsszene, eine der härtesten eigentlich, finde ich, die wir jemals hatten. Ich glaube, das ist schon die härteste Szene. Ne? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre vielleicht noch aus der Kreuztrilogie. Da gab es ja mal diese eine Szene, wo den Kindern von Torkan da die Kehle aufgeschnitten wird. Ich glaube, da geht das noch drüber, was wir hier haben. Ja, zumindest, also die hier ist psychologisch stärker. Ne? Sie ist vielleicht nicht so brutal, aber sie ist psychologisch schon sehr hart, finde ich. Darüber hinaus finde ich es sehr schön, John Sinclair und Glenda beim Weihnachtseinkauf zu begleiten. Das ist sehr amüsant. Johns Sinn für Mode ist also wirklich faszinierend. Und was sicherlich alle Fans sehr freuen wird, ist, dass wir am Ende dieser Weihnachtsfolge auch noch eine extra große Portion Outtakes
beigelegt haben. Das stimmt. Als Weihnachtsgeschenk. Genau. Und ja, und dann bleibt noch natürlich die dritte Dead Zone-Folge Zorn. Ja, und da formiert sich jetzt das neue Team. Zuko und Shao arbeiten zusammen, ermitteln in dem Fall. Ja, und natürlich schlägt auch der unheimliche Gegner wieder zu, in Form eines bestialischen Mordes. Ja, und Shao ermittelt dann auch ja, ein bisschen unorthodox in der Nacht, weil ihr da ein Geistesblitz kommt und sie geht dann in den Wald. Und ja, was sie dort Unheimliches erlebt, das könnt ihr dann in der dritten Folge von Dead Zone hören. Krass lange Folge übrigens. Mal wieder. Ist wieder eine Doppel-CD, ne? Ja. Genau. Die 4 wird auch wieder eine Doppel-CD. Meine Güte, ja. Ja, wir können uns halt nicht zusammenreißen. So sieht's aus, ne? Ja, okay. Also, in all diese drei Vorschauen hören wir jetzt rein. Am 30. August 2019 erscheint John Sinclair Classics, Folge 37, Zirkus Lucifer. Seit unserer ersten Begegnung im Kampf gegen den Schwarzen Drachen hatte ich den Kontakt zu Zuko gehalten. Gemeinsam mit seiner Bekannten Ting Mai besuchte er mich beim Yard. Und wenig später ermittelten wir in unserem zweiten gemeinsamen Fall gegen den Zirkus Lucifer. Der Messerwerfer und seine Assistentin Shen Lu betraten die Manege. Ein Spot fiel auf eine Kreisrunde mit samtbespannter Zielscheibe. Zögernd trat die zarte Shen Lu näher. Nein! Bitte! War die Angst in ihren Augen wirklich nur gespielt? Zwei Horrorclowns, deren Totenschädel grotesk geschminkt waren, ergriffen Shen Lu, schlangen Lederschlaufen um ihre Hand- und Fußgelenke und fesselten sie an die Scheibe. Wie von selbst begann das Rad zu rotieren, während Platero mehrere chinesische Dolche blitzschnell nacheinander auf Shen Lu warf. Zitternd blieben die Klingen jeweils nur wenige Finger breit von den Gliedern der jungen Frau entfernt in der Holzscheibe stecken. Ja! Vielen Dank! Vielen Dank! Immer schneller drehte sich das Rad, während Platero weitere Dolche schleuderte. Doch diesmal drehten sie, kurz bevor sie Shen Lu durchbohren konnten, wie durch Zauberei gelenkt ab und schlugen neben ihr in die Scheibe. Gleichzeitig erloschen die Scheinwerfer und auf Lateros beiläufiger Handbewegung hin schossen Flammen aus den Dolchen. Die flammenden Klingen lösten sich aus dem Holz und tanzten vor Shen Lu in der Luft, schlugen einen Bogen, bis die Spitzen allesamt auf die junge Frau zeigten und rasten auf sie zu. Als die Scheinwerfer wieder aufflammten, hing Shen Lu leblos an dem Rad. Von den Klingen rann das Blut. Einen Moment! Das muss ich mir doch einmal genauer ansehen. Lächelnd trat Latero an das Rad, zog ein Messer nach dem anderen aus dem Leib der Frau und säuberte die Klingen an seinem Ärmel. Und Shen Lu schlug die Augen auf. Hey, voilà! Am 30. September 2019 erscheint John Sinclair, Folge 133, Mörderische Weihnachten. Frank Adams war ein Monster. Im Angesicht seines Sohnes Martin hatte er seine Frau Brenda brutal ermordet und wurde dafür mit einer langen Zuchthausstrafe belegt. Der Fall schien abgeschlossen, aber viele Jahre später stieß ich auf den entflohenen Mörder Frank Adams. Und auf einmal stellte sich der damalige Fall ganz anders dar. Die Blicke der Schaufensterpuppen schienen mir zu folgen. An der Wand vor mir blinkten Lichterketten so grell, dass man Gefahr lief, das Augenlicht zu verlieren. Dazu die übervollen Kleiderständer sowie ein weiteres Dutzend Umkleidekabinen. Der Angreifer konnte überall sein. Mr. Adams, mein Name ist John Sinclair. Ich bin Polizist. Ich würde gern mit Ihnen reden. Ich checkte den ersten Kleiderständer. Ich möchte nur ein bisschen mit Ihnen plaudern. Das ist alles. Dann den zweiten. Über Ihren Sohn zum Beispiel.
Dann die Schaufensterpuppen. Aber die Wespenteilien waren so ausgeprägt, dass jeder Weihnachtsmann darunter sofort aufgefallen wäre. Weitere Kleiderständer, Hosen, Jacken, Wollpullover, Mäntel. Dann hatte ich die Umkleidekabine erreicht. Drei Vorhänge waren zugezogen. Leer. Die zweite Kabine. Ebenfalls leer. Blieb die letzte. Steck da! Waffe runter, Mr. Adams! Oh, nimm du die Waffe runter, Bulle. Oder die Kleine hier ist tot. Auf der zerknitterten Seidenbluse der Verkäuferin las ich ihren Namen. Sally. Sally, mein Name ist John Sinclair. Ich bin Polizist. Ist alles in Ordnung, Sally? Oh, was glaubst du denn, Bulle? Klar ist alles in Ordnung hier. Eine Bewegung von dir und ich schlitze dir die Kehle auf. Okay, Mr. Adams, schon gut, schon gut. Sehen Sie? Ich lege die Waffe weg. Ja, das ist doch ein Anfang. Ich lege sie auf den Boden, okay? Sehen Sie? Hier. Und weg damit. Ganz wie Sie wollen. Die Pistole ist weg, okay? Sehr gut. Also nehmen Sie jetzt das Messer runter. Und dann? Dann reden wir. Reden? Aha. Und worüber sollte ich mit dir reden wollen? Ha? Über Ihren Sohn. Über Martin Adams. Oh, Marty Boy. Der verfluchte Hundesohn. Der hat mich verraten. Genau darüber reden wir. Sobald Sie Sally haben gehen lassen, klar? Sie hat Ihnen nichts getan. Du willst sie haben. Mr. Adams, bitte. Aber was ist, wenn der Teufel sie auch will? Was? Was soll ich tun, Asmodis? Soll ich sie töten? Nein, das sollen Sie nicht. Lassen Sie sie gehen. Sofort. Er spricht zu mir. Was? Asmodis, er spricht zu mir. Oh. Mr. Adams. Und weißt du, was er gesagt hat, Bolle? Nein, dass du sie haben kannst. Hier! Nein! Schneller als ich seiner Bewegung folgen konnte, hatte er das Messer von Sallys Hals genommen und es ihr in den Rücken gerannt. Höhnisch schleuderte er die Frau auf mich zu. Sally, alles okay? Ich helfe Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Während Adams davonrannte, ließ ich die Verkäuferin zu Boden gleiten. Die Klinge steckte eine Handbreit in ihrer Schulter. Sie war am Schlüsselbein abgeglitten. Nicht bewegen, Sally, nicht bewegen! Ich rufe einen Notarzt. Adams, nein! Nein! Die Lichter an der Wand flackerten noch greller als zuvor. Adams Körper zuckte und erschlaffte. Ja, Sally, es ist vorbei. Am 30. August 2019 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 3, Zorn. Noch keine Nachricht von Greg. Sie machte sich auf den Rückweg. Der Kanal lag rechts des Weges wie ein schwarz schimmerndes Band in der Dunkelheit. Sie stellte sich vor, wie sie Kinder mit Greg hatte. Die beiden von Greg und Betty und zwei eigene. Sie würde sie alle gleich lieb haben. Als sie die Mont Fischet erreichte, blendete gerade ein Scheinwerferpaar auf. Ein Kombi verschwand in der Dunkelheit. Gregs Escort stand noch da. Greg stand am Kofferraum und wuchtete zwei Taschen hinein. Sophia drückte sich in den Schatten eines der Bäume, die das Kanalufer säumten, und wählte seine Nummer. Hey, Sweetie, ich hab doch gesagt, ich melde mich. Ich hab ne Idee, König der Unterwelt. Wir sparen uns den Libanesen und machen's gleich hier. So wie du es magst, Randall Boy. Greg? Alles okay bei dir? Sie lugte hinter dem Baum hervor. Ein riesiges, schwarzes Etwas mit viel zu vielen Beinen hatte Greg zu Boden geworfen und zerteilte ihn in zwei Hälften. Ah!
So, jetzt seid ihr wieder gut informiert, was da in den nächsten Monaten auf euch zukommt. Das war's also von unserer Seite für den August-Podcast. Und jetzt gehen wir nach Hause, nicht wahr, Dennis? Oder haben wir da noch irgendwas vergessen? Jetzt hol ihn endlich raus, Sebastian. Warte. Den digitalen Zettel. So, dann gucken wir mal. Die. So. Das dauert ja immer einen kleinen Moment. Den nächsten John Sinclair Podcast gibt es also am 11. Oktober. 11. Oktober. Übrigens ist dann der Sommer auch schon wieder vorbei. Gott sei Dank. Verdammt. Braucht ja auch kein Mensch so einen Sommer. Ne? Gutes Wetter, Licht, wer will das schon? Ich warte darauf, dass die Tage wieder kürzer werden. Und verregneter bitte und kälter. Weniger Tageslicht heißt mehr Arbeitszeit, mehr John Sinclair, mehr Folgen. Gut für euch. Alles klar. Wir hören uns in 2 Monaten. Bis dann. Bis dann.